Hallo Freunde, herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Skyrim. Mit dabei ist die Sophia. Hallo, herzlich willkommen, Sophia. Ja, sie ist aus einem Mod. Sie ist ein komplett neuer Follower, also Huskarl quasi, der komplett also neu gestaltet wurde und auch reden kann, aber leider nur in Englisch. Do you have something to say? Ja. Time to move, I guess. Ja, time to move, genau, sie sagt es. Und ja, ich werde sie mal testen, ob sie ein guter Ersatz für Lydia ist oder ob wir Lydia zurückholen werden. In der letzten Folge könnt ihr euch alles zu Lydia zu Sophia anschauen, wenn ihr wollt. So, wir gehen mal gucken, was es hier zu holen gibt. Hallo? Oh. Hallo. Ah. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Entschuldigung. Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Wer ist in dem Grab? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Ihr lasst eure Tante dort allein hineingehen? Darauf bin ich nicht gerade stolz. Ich habe schreckliche Angst vor diesem Ort. Und das weiß Agna auch. Mein Vater hat mich im Vollrausch dort eingesperrt, als er uns verlassen hat. Ich war 3 Tage da drin und habe mich von den Opfergaben für die Toten ernährt, bis Tante Agna mich fand. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt? Ja, klar. Los geht's. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Alles klar. Begonnen. Ein uralter Kult. Hast du gehört? Hallo, Sophia. Hast du gehört? Sophia? Sophia, hallo. Ist sie jetzt verschwunden? Ach, da bist du ja. Ach, wo hast du dich denn versteckt? Also, es geht ab in die Höhle. Vorher sammeln wir mal hier noch das Zeugs ein. Wer weiß, was es da Schönes gibt. Ich meine, eigentlich können wir ja alle Bücher einfach mitnehmen. So, was haben wir hier? Oh, Salz nehmen wir mit. Das brauchen wir zum Kochen. Und hier haben wir noch einen schönen, leckeren Heiltrank. An dem wir nicht rankommen. Hast du den Zaubertrick gesehen? Der Heiltrank hat sich verwandelt. Ich glaub's ja nicht. Krass. Okay, Sophia, wir stürmen Hilgrunds Grab. Mal sehen, wer uns dort begegnen wird. Wir sollten Val Sveran. Was? Warum hast du deinen Satz nicht beendet? Oder? Na, nun gut, lass uns gehen. Ich nehme mal die Leintücher hier mit, oder? Die brauchst du wahrscheinlich nicht. Oh. Ein toter Drauger. Das war wahrscheinlich die Tante. Aber wir sollten schleichen, ne? Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Mach ihn platt! Sehr gut. Oh oh! Hallo, Sophia, siehst du den nicht?
Aha! Wollte gerade sagen. Oh, was ist das? Boah, hat die mich erschrocken. Ist die denn verrückt? Ich darf hier nicht gegenkommen, wahrscheinlich. Kann ich die irgendwie... Da fängt die an zu singen. Ich glaub's ja nicht. Junge, Junge, du bist bekloppt. Ey, lass mich raus. Okay, wir gehen weiter. Und immer schön schleichen. Hör auf zu singen hier im Grab. Das macht man nicht. Oh, ein Seelensplitter. Okay, hier ist niemand. Oh, oh, der da wird doch bestimmt jetzt wach, oder? Wird der nicht wach? Aha, ich wollte gerade sagen. Krass. Der ist ja einfach nicht auf uns zugegangen. Aber vielleicht wollte der uns von hinten erwischen. Das kann natürlich auch sein. So richtig fies. Oh mein Gott, die wurden einfach da reingeschoben. War eine ganz schön große Familie, oder? Du stehst in der Pipi. Geh da mal lieber raus. Gold, sehr gut. Uah, komm, wir gehen weiter. Lass mich raus. Wir gehen weiter. Wo kommen denn die Äpfel her? Ha. Okay, eine Truhe. Ha! Easy. Haben wir es gemacht. Ein Pelzschild. Oh, ein Granatstein. Stahlhammer der Funken. Ah, den können wir doch für... Die gehören meiner Familie. Ja. Ah. Na gut, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahllos zu werden. Wollte ich gerade sagen, oder? What are you waiting for? No problem. Begleiterbefehle. Du bist im Befehlsmodus, um dein Begleiter... Achso, nein. Ich will keine Befehle geben. Wir müssen mal kurz reden. Do you have something to say? Trade. Do I have a choice? Well, okay, but you owe me. Ja, ja, ja. Hör auf zu reden. So, wir geben dir mal eine schöne Waffe. Da. Diese? Wusste ich doch, dass sie dir gefallen wird. Ja, genau. Damit kannst du richtig rumknüppeln. Sehr gut. I rather enjoyed a little chat. Oh, oh, da Ding daneben. War's das schon? Seid ihr nur zu zweit hier? Ist ja armselig. Oh, guck mal hier, ein Bogen. Und Pfeile. Aber der Bogen ist wahrscheinlich genauso... Ja, okay. Die sind gleich stark. Agna! Sie ist tot. Wir können nichts mehr tun, außer Nein. sie auszurauben. Tante Agna! Talos! Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Ganz schön viel Blut hier. Also das war auf jeden Fall ein Gemetzel. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt.
Tja. Adna hat mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Okay. Dann werden wir da mal hin. Gucken wir mal, ob wir da einen anderen Weg finden, um da reinzukommen. Aber es wird wahrscheinlich nicht leicht, oder? Wir werden bestimmt noch auf ein paar Tote treffen. Uah! Okay, da kommt noch einer. Lydia! Nein, Sophia! Genau, mach ihn Schrott. Mach ihn Schrott. Sehr gut. So, gut gemacht. Sehr schön. Ich finde gut, dass sie immer Gold dabei haben. Die Toten hier. Das ist immer sehr gut, um die kleine Kasse ein bisschen aufzubessern. Also hier ist alles eingestürzt. Das heißt, wir müssen hier lang. Aber vorsichtig. Sophia, vorsichtig. Warum gehst du so gebückt? Kopfschuss, okay? Ha! Bevor ihr überhaupt was macht, da bin ich ja schon. Wow! Hier ist irgendwo ein Druckplattenschalter. Ich habe ihn schon mal Okay, das schafft ihr, oder? Den Rest schafft ihr. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, daneben. Boah. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, den Bogen brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, Amethyst, sehr gut. Silberring. Und ein Zweihänder. Wunderbar, ich denke mal, das waren hier alle. Aber was sagte der? Aufpassen, hier irgendwo ist ein Druckschalter eventuell. Muss man natürlich aufpassen. Egal, erstmal. Oh, direkt abgebrochen. Okay, wir müssen irgendwie nach links anscheinend. Okay, vielleicht noch ein bisschen. Nein, noch ein kleines bisschen mehr. Also eher so, nein. Ah! Okay, das wird schwer. Oh, okay. Der Versuch, der war doch okay. Ah, das hat sich aber nicht wirklich gelohnt, der Aufstand dafür. Ja, naja, egal, wir gehen weiter. Guck mal, da ist die Druckplatte. Nicht drüber laufen, Sophia. Okay, ruhig bleiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der da lebt. Oh, doch nicht. Na gut. Dann weiter. Oh, sind hier Spinnen? Ja, eine große Spinne. Aus dem Weg, ich kann, hab keinen
freies Schussfeld. Okay, sie haben es geschafft. Sie hat sogar Gold dabei. Hat wahrscheinlich irgendeinen aufgefressen, der auch Gold dabei hatte. Oder eher gesagt, aufgesaugt. Okay, der sieht nicht sehr lebendig aus. Obwohl, Untote sehen das selten. Aha, diesmal steht er auf. Oh, da kommen noch mehr. Oh, er hat sich geheilt. Er kann sich heilen. Wo ist eigentlich Sophia? Die steht einfach dahinter und macht nichts. Glaub's ja nicht. Na, ob wir die nochmal mitnehmen? Was? Wow. Okay, okay, die schaffen es schon alleine. Ich sehe schon, bin hier nicht gebraucht. Boah, hier gibt es so viele Sachen zu durchsuchen, ne? Ohne Ende. Wow. Ha, den habe ich erwischt. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr hier alles alleine macht. Guck mal hier. Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Ja, okay. Dann ziehen wir mal an den Bären. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Ja, mir gefällt das auch nicht. Deswegen werden wir auch sicherheitshalber mal schnell speichern. Aber wir beeilen uns besser. Okay. Oh, Bester. Danke, danke. Ein ruheloser Draugar. Was? Kommen da noch mehr? Nein, das war's, glaube ich. Okay. Gut. Dann nochmal schnell speichern. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte ein Ende. Machen wir das, machen wir. Seid vorsichtig, nicht so weit nach vorne alleine. Oh, da war was drin. Okay, langsam. Wo ist er? Da oben. Sollen wir ihn direkt? Komm, wir versuchen direkt von hier. Oh-oh. Okay, da werden wir doch mal kurz die Flamme nehmen. Oder was haben wir eigentlich noch? Ha, weggewuscht. Okay. Oh, da hinten kommen noch mehr.
Okay. Was für ein verrückter Zauberer. Ich mach das hier alles schön aus dem Hinterhalt. Komm schon. Oh! Ups. Oh Mann, ich muss schnell Heilung nehmen. Zaubertränke. Okay. Okay, dann nehmen wir mal beide Flammen in die Hand. Ne, Flammen und Heilung in die andere Hand. Nein, warum nimmt der jetzt hier nicht das hier weg? Der nimmt das nicht weg hier. Seht ihr das? Warte mal, nochmal. So, Flammen jetzt. Komisch. Hä? Warte mal, wir müssen mal kurz die Eisenhaut da... So, von Favorit wegnehmen. Jetzt nehmen wir Flammen und Heilung. Nein. Warum macht er das nicht? Ach, ich habe den Fehler gemacht. LT und RT. Muss ich das ja ausrüsten. Au! Was ist denn mit dir los? Jetzt, oh nein, jetzt greift der mich an. Das darf doch nicht wahr sein. Nur weil ich den aus Versehen getroffen habe. Okay, ich glaube, das war... Ja, da müssen wir von vorne anfangen. Das bringt ja nichts. Jetzt hat der andere uns angegriffen, weil wir den aus Versehen getroffen haben. Das war doch nur ein klitzekleiner Pfeil, der den durchbohrt hat. Das war doch keine Absicht. Das muss der doch wissen. Naja gut, wir haben ja zum Glück bis kurz vorher jetzt gespeichert. Also wir sind ja vor dem Raum und dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir nochmal da reingehen und dann werden wir sie natürlich, ja, erledigen. Bis zum nächsten Mal, euer Node-Pro. Ciao Leute.